Bidi Bidi Ba, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video mit mir, O-Comic, beziehungsweise Oliver, zum Thema Raid Shadow Legends. Ja, darum geht es auf diesem Kanal und wir gucken uns heute ungewöhnliche Helden an, denn es gibt auch ein paar ungewöhnliche Helden, die ganz gut sein können. Und warum wir uns genau ungewöhnliche Helden mal anschauen sollten und in welchen Fällen man vielleicht welche gebrauchen kann, darauf gehe ich auch gleich nochmal ein. Aber zuerst möchte ich euch noch auf meinen Blog hinweisen. Da habe ich das Ganze nämlich auch nochmal geschrieben. Da können wir gleich mal reingucken. So, hier ist schon mal der Blog, da habe ich ja angefangen, über die ungewöhnlichen Helden zu schreiben. Also einmal, wann lohnen sie sich, was benötige ich und warum ungewöhnliche Helden und so weiter und so fort. Und dann fangen wir hier auch dann schon mit den ungewöhnlichen Helden an, beschreibe nochmal so ein bisschen was zu ihnen, welche Fraktion sie sind und wie man sie erhalten kann. Ja, das alles erfahrt ihr hier in diesem Blog. Ansonsten könnt ihr natürlich auch das Video schauen und wir gehen einfach mal die ganzen Helden durch. Zuerst mal, warum ungewöhnliche Helden, wann brauche ich sie vielleicht? Okay, es ist natürlich so, ungewöhnliche Helden sind ja nicht unbedingt dafür bekannt, die besten Helden des Spiels zu sein. Natürlich, es gibt noch seltene, epische und legendäre Helden, aber es gibt auch ein paar Ausnahmen von ungewöhnlichen Helden, die man tatsächlich auf Level 60 bringen kann und die einem dann noch weiter was nutzen. Es ist natürlich sinnvoll, am Anfang des Spiels sich auf ein oder zwei ungewöhnliche Helden vielleicht zu konzentrieren, wenn man weiß, was sie einem bringen und wenn man vielleicht gerade keine anderen Alternativen hat. Es ist immer so eine Sache, so eine strategische Abwägung. Bringt mir dieser Ungewöhnliche jetzt bis Level 60 noch was? Und wenn ja, wo? Und habe ich vielleicht einen anderen Helden, der diese Position einnehmen kann und besser ist? Also das ist natürlich immer so eine Abwägungsgeschichte, aber viele Leute gehen auch immer diesen Weg. Ah, ich habe einen neuen Helden, dann muss ich erstmal den leveln. Ich habe wieder einen neuen Helden, dann muss ich erstmal den leveln. Aber man sollte immer sich erstmal auf ein, zwei Helden konzentrieren. Und warum nicht auch einen ungewöhnlichen nehmen? Weil es gibt ungewöhnliche, die kann man in der Kampagne auch farmen. Und gerade bei denen, die gut sind und die man farmen kann, warum nicht? Dann braucht man auch keine Bücher. Das ist nämlich ein Vorteil von ungewöhnlichen Helden, wenn wir uns die mal anschauen. So ein ungewöhnlicher Held. Ja, wie C4 Sniper, hier Level 60. Habe ich auch schon komplett aufsteigen lassen. Oder nehmen wir jetzt mal sie hier. Ist jetzt nicht der Vorschlag, dass sie gut ist, sondern ich wollte euch nur ganz kurz zeigen. Also die Aufstiege von ungewöhnlichen Helden benötigen immer nur kleine Tränke, also keine mittleren oder großen Tränke. Von daher ist es schon mal von den Kosten her sehr günstig. Zweitens kann man ungewöhnliche Helden über verschiedene Orte erhalten. Wo kann ich ungewöhnliche Helden überall erhalten, werdet ihr mich fragen. Und ich sage euch, dort in der Kampagne gibt es einige, die man farmen kann. Da kommen wir aber gleich noch drauf, da erzähle ich, wen man wo farmen kann. Dann auf dem Marktplatz kann man ungewöhnliche Helden eben auch kaufen. Wenn man welche sucht, gibt es manchmal hier auch den passenden ungewöhnlichen Helden. Und ansonsten haben wir meistens sehr viele mysteriöse Splitter. Und aus diesen mysteriösen Splittern können wir natürlich auch ungewöhnliche Helden bekommen. Und da wir sehr viele mysteriöse Splitter im Laufe des Spiels öffnen, wird sich immer mal wieder der gesuchte ungewöhnliche Held darunter finden. Und wir brauchen keine Bücher. Yay! Also ressourcenschonend, leicht zu finden, leicht zu farmen teilweise auch und auch leicht zu leveln bzw. auch leicht aufsteigen zu lassen. Und wie gesagt, es gibt halt auch einige, die bringen einem tatsächlich was im späteren Spiel und auf die möchte ich jetzt eingehen. Also es gibt einen Helden, auf den bin ich bei meinem neuen Free-to-Play-Account. Da gibt es übrigens demnächst noch Videos dazu, wo ich Free-to-Play ein bisschen was erklären werde, wie ich vorgegangen bin, was zu beachten ist und so, vor allem am Anfang des Spiels. Also es gab einen ungewöhnlichen Helden, auf den bin ich relativ früh im Spiel gestoßen und den habe ich auch mitgenommen, einfach um weiter voranzukommen während des Spiels. Ich habe als Starter-Champion zum Beispiel Kel genommen, der Flächenschaden natürlich macht. Und dann habe ich gedacht, ich brauche jetzt noch jemanden, der auch Flächenschaden macht. Ich habe aber einfach keinen bekommen bzw. keinen gefunden, der jetzt ähnlich oder ganz gut wäre. Und da habe ich Saurus kennengelernt mit seinen beiden Attacken. Der lässt sich nämlich auch über die Kampagne farmen. Hier, er greift alle Gegner mit der A1 an und er greift alle Gegner mit der A2 an. Und das Beste ist auch noch, er hat auch noch einen 50% Heilungsverringerer, was uns bei den Bossen dann später in der Kampagne natürlich auch was bringt.
wo wir Heilungen haben. Zum Beispiel Bet el-Khazar ist ja einer der Bosse in der Kampagne. Dann gibt es noch den Boss, diesen Drachen, der sich heilt. Ansonsten in den Trank-Dungeons, im Seelen-Dungeon ist natürlich auch der Boss, der sich heilt. Also da ist er super dafür geeignet. Und wir haben auf jeden Fall immer die Schadenssteigerung. Und wir haben auch eine Abklingzeitensteigerung. Das heißt, hier haben wir auch nochmal den Schaden, der sich erhöhen lässt auf der 1. Hier 4 Runden kann man auf 3 Runden runterbringen, also der macht auch richtig viel Schaden, dieser Skill. Und das Gute an ihm ist, also wenn wir mal die Werte vergleichen, LP und Angriff. Ja, er ist ein Angriffs-Champion und wenn ich mir jetzt mal Kell angucke, dann schauen wir uns mal ganz kurz im Vergleich Kell an, den wir als Starter-Champion nehmen und der ein sehr, sehr guter Starter-Champion ist. Er hat ein bisschen mehr Lebenspunkte, aber sein Angriff ist auch ähnlich. Also ja, wenn wir die beiden vergleichen, so viel Unterschied zwischen Kell und Saurus gibt es hier gar nicht. Ja, Saurus hat zwar nur 2 Skills, aber die kann er halt besonders gut. Und ihn kann man eben auch zum Farmen zum Beispiel benutzen, Kampagne farmen oder sowas. Also ein guter Kampagnenfarmheld, ein guter Held für Dungeons und vor allen Dingen auch am Anfang, wenn man eben noch jemanden braucht, der Flächenschaden macht, dann kann man ihn so um seinen Kell mit herum bauen oder wenn man Ethel oder Elaine genommen hat oder Garlic, dann kann man auch ihn noch zur Unterstützung mit benutzen. Dann brauche ich meistens nur noch mal jemanden, der vielleicht meinen Angriff erhöht oder meine Crit-Quote erhöht und dann haut er natürlich auch richtig gut rein. Und wie gesagt, er lässt sich halt auch relativ schnell leveln und farmen, weil man kann ihn halt auch farmen in der Kampagne. Saurus findet ihr hier, Abschnitt 10, Kreuzung von Gottfried, da kann man ihn erhalten, egal welchen man jetzt farmt. Das Gute oder das Positive daran ist, man kriegt auch gleichzeitig noch die Möglichkeit, immer so ein bisschen was von dem Gegenangriffs-Scans, man kriegt auch die Möglichkeit, immer was vom Gegenangriffs-Set zu erhalten. Also das Set ist auch nicht schlecht. Kann man ihm übrigens auch anziehen. Dann landet er, wenn er angegriffen wird, auch immer einen Gegenangriff. Sollte ich übrigens irgendwie im Video irgendeinen vergessen, wo ihr sagt, den finde ich gut, der hat mir weitergeholfen von den ungewöhnlichen Champions oder auch den kann man auf Level 60 bringen oder er hilft an bestimmten Stellen aus, dann lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Ansonsten, den nächsten Champion finden wir in den Barbaren und das ist der Schildwächter, das ist er hier und er ist einer der ungewöhnlichen Champions, die tatsächlich 3 Fähigkeiten besitzen, einen passiven Skill und 2 aktive Skills. Hier ist einmal, greift ein Gegner an, bietet eine Chance von 30% für 2 Runden einen 15% Geschwindigkeitsverringerer zu verleihen. Der angerichtete Schaden ist abhängig vom Def-Wert, das heißt, er ist ein defensiver Champion, was ihn natürlich schon mal ein bisschen mehr aushalten lässt, weil auch sein Schaden auf Defensive beruht und Defensive uns natürlich auch unsere Lebenspunkte schützt. So. Zweite Skill, greift alle Gegner an, mit jedem kritischen Treffer füllt sich das Rundenmeter dieses Champions um 20%, der angerichtete Schaden ist abhängig vom Def-Wert. Abklingzeiten lassen sich nochmal 2-mal senken, das heißt, wir haben diese Fähigkeit auf jeden Fall für 2 Runden, wenn wir es komplett gesenkt bekommen. Das heißt, wir machen erst diesen Angriff und danach machen wir auf jeden Fall immer wieder diesen Angriff. Also einmal Geschwindigkeitsverringerer, Flächenschaden, Geschwindigkeitsverringerer, Flächenschaden. Dann haben wir hier noch diesen passiven Skill, entfernt pro Runde einen Debuff von diesem Champion. Also das heißt, wenn wir jetzt irgendwelchen Debuffs unterliegen, Schlaf, Lähmung oder sonst irgendwas, dann heißt das, das Lustige ist, zuerst wird der Debuff entfernt und dann kann er nochmal angreifen. Also wenn er jetzt zum Beispiel gelähmt ist, wird dieser Debuff entfernt und dann kann er nochmal angreifen in der Runde. Er macht auch ganz schön Aua. Ich habe schon Leute gesehen, die mit ihm auf Brutal 12-6 gefarmt haben, solo. Also von daher lässt sich das auf jeden Fall mit ihm machen. Und man hat auch den Vorteil, man kann ihm das Unnachgiebig-Set anziehen, sodass er nochmal eine Zusatzrunde oder eine Möglichkeit für eine Zusatzrunde bekommt. Denn er füllt ja seinen Rundenmeter auch jedes Mal, wenn er angreift, immer wieder auf. Das heißt, er ist relativ schnell hintereinander dran und er kann immer sehr oft seinen Flächenschaden machen. Und wenn er sehr viel Crit-Quote und sehr viel Crit-Damage landet, dann macht er natürlich richtig viel Aua. Vor allen Dingen, wenn er viel, viel Def hat auf seinen anderen Werten. Das Gute an ihm ist auch, er lässt sich auf Abschnitt 9 das Ödland farmen. Das ist auch hier wieder mit dabei. Das Set ist jetzt nicht unbedingt das Tollste, aber wenn man gerade sowieso hängt, also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich in der Kampagne meistens immer kurz vor der Kreuzung von Gottfried hier hängen geblieben bin, auf Abschnitt 6, weil hier irgendwie
die Skills bei Cal, erstmal sind alle rot, das heißt, ich bin sowieso nicht so stark. Zweitens ist Razin ziemlich stark hier und hat mein Team immer ganz gut gewiped und da bin ich sowieso gezwungen gewesen, hier diese Abschnitte zu farmen und dadurch habe ich einmal Kriegsmite bekommen und auch ihn, den Schildwächter. Über Kriegsmite, also über die seltenen, reden wir demnächst auch auf jeden Fall noch. Der nächste Ungewöhnliche ist er hier, der verstoßene Mönch. Ja, ihr kennt ihn vielleicht schon, denn er ist ziemlich nice oder gerne genommen beim Clan-Boss. Also er ist ein guter Champion für den Clan-Boss. Warum ist das so? Nicht unbedingt wegen seiner A1, obwohl die ihm natürlich eine Zusatzrunde gewährt. Das heißt, er kann natürlich öfter angreifen, entweder mit A1 oder A2. Man kann seine Abklingzeit von der A2 auf 3 Runden runterbringen. Und er gibt gleichzeitig die Chance auf 5% Gift-Debuffs. Das heißt, wenn man seine Genauigkeit relativ hoch nimmt, also die Genauigkeit ist natürlich dafür da, dass er seine Debuffs prockt, dann kann man dem Clan-Boss gleich am Anfang schon mal 2 Gift-Debuffs mit ihm verleihen. Und er ist eine gute Ergänzung zu Cal mit dazu, der ja auch ein guter Gifter ist. Also Gift macht ja am Anfang beim Clan-Boss einiges aus. Und man kann ihn definitiv auch bis Level 60 bringen und aufsteigen lassen. Es gibt Leute, die machen mit ihm den Clan-Boss schwer und brutal auch durchaus noch mit. Also von daher eine Empfehlung wert. Leider lässt er sich nicht über die Kampagne fahren. Das heißt, man muss ihn sozusagen durch Splitter oder über den Marktplatz versuchen zu bekommen und zu leveln. Aber er hat auch Skills, die relativ human sind. Also man braucht nur 1, 2, 3, 4, 5 Kopien insgesamt von ihm, um ihn auf maximale Book Power zu bringen. Der nächste Champion ist ein wiedergeborener Ritter und zwar der Vollstrecker. Also er ist ein LP-Champion und er ist auf jeden Fall einer, der ziemlich viel aushält. Man braucht für ihn viel LP und Def und das Gute ist, er macht auch gleichzeitig ein Schild. Mit seiner A1 verleiht er sozusagen ein Schild, das auf seinem Schaden basiert. Leider basiert sein Schaden nicht auf den LP, sondern auf Angriff, sonst würde er wahrscheinlich ein richtig großes Schild machen. Und die zweite Fähigkeit ist, verleiht einem Ziel Verbündetenschutz. Ich meine, wenn man jetzt niemanden hat, der in irgendeiner Art und Weise Verbündetenschutz oder Schilde verleiht, dann ist das definitiv schon mal ein ziemlich nicer Champion. Also er kann sich erstmal selbst schilden, dann verleiht er jemanden Verbündetenschutz, dann muss man ja eh erstmal das Schild downbringen, bevor man ihn angreift und er hält schon sehr, sehr viel aus. Wenn man ihm in der Kampagne begegnet ist, dann weiß man schon so ein bisschen, wenn man ihn aufsteigen lässt und levelt, dass man dann durchaus einen sehr, sehr stabilen Verbündeten als Tank hat. Also er kann schon einiges einstecken und man könnte jetzt zum Beispiel am Anfang, ich würde jetzt vielleicht sagen, man muss ihn nicht unbedingt auf 60 bringen, aber man kann ihn durchaus mitnehmen. Man könnte jetzt zum Beispiel auch so ein Double Team mit ihm machen, das heißt zwei, die sich ein Schild verleihen und die anderen beiden Champions mit Verbündetenschutz versehen, sodass zum Beispiel die Angreifer durchhalten und sie sozusagen dann die sind, die den Schaden für die beiden Angreifer einstecken. Und das Gute ist auch, dass ich seine Abklingzeit hier auf 2 Runden runterbringen kann beim Verbündetenschutz. Das heißt, ich kann einmal die A1 machen, mit dem ich mir ein Schild verleihe und dann gleichzeitig den anderen wieder einen Verbündetenschutz machen. Und der Verbündetenschutz hält ja sowieso 2 Runden an. Das heißt, ich habe dauerhaft Verbündetenschutz auf meinem Team drauf, kann mich sozusagen so auch darauf konzentrieren, dass meine Angreifer glaskanonig gebaut sein können und er hier einfach so auf Leben und Defensive beruht und braucht gar nicht so viel Schaden im Endeffekt zu machen. Kann einfach nur noch auf Aushalten gebaut sein. Er lässt sich hier auf Akt 11 die heilige Hallen farmen. Hier mit meinem Lieblingsfreund, dem Henker übrigens mit dazu. Einer oder der erste Held, den ich auf Level 60 damals hatte, der auch eben, wie gesagt, farmbar ist. Und wenn man sowieso versucht, ihn hier zu farmen, wird man auch definitiv irgendwann eine Kopie von ihm erhalten. Von daher eine gute Alternative, wenn man jetzt nicht unbedingt viele Champions hat oder gerade Splitter sparen will. Man muss ja sowieso EP farmen und man muss ja sowieso gucken, dass man einige Sachen wie Silber oder so mitbekommt. Also wenn man das dadurch macht, dann warum nicht? Dann sind wir bei den Ogrin-Stämmen. Da habe ich mir ausgesucht den Hungriger oder Hungrigen, Hungriger. Er ist auch ein LP-Champion
Und er hat zwei ganz nice Skills. Er verleiht nämlich mit seiner A2 allen Verbündeten ein Schild für zwei Runden. Leider kann man die Abklingzeit nur auf drei Runden runterbringen, aber das ist nicht ganz so schlimm, denn er kann mit seiner A1 auch lähmen. Das heißt, man kann auch verschiedene Gegner angreifen und Lähmung verleihen. Also die Debuff-Chance kann man bei ihm übrigens auch erhöhen und er basiert auf Leben. Das heißt, er hat schon einen relativ guten Lebensbalken hier. Leider greift er immer nur einen Gegner an, den er lähmen kann, aber das ist nicht so schlimm. Mit seiner A2, wie gesagt, dem Schild, kann man eben das Ganze nochmal ein bisschen rausreißen, weil der Schild basiert einfach auf den 10% des maximalen Lebens dieses Champions. Und dadurch, dass er eben ein LP-Champion ist, kann ich ihn auch relativ hochbringen. Also wenn wir sehen, wir haben hier einen Ausgangswert von 18.000. Wenn ich da jetzt nochmal 30.000, 40.000 gegebenenfalls irgendwie durch Set-Gegenstände und noch durch vielleicht den Saal mitbringen kann, warum nicht, dann haut das dann ganz gut hin. Da macht er schon ein richtig großes Schild teilweise. Leider kann man ihn auch nicht über die Kampagne farmen. Das heißt also, bei ihm wäre man jetzt auch auf Splitter oder ähnliches angewiesen. Dann kommen wir zur untoten Horde. Da habe ich mir ausgesucht den Dampier, den weiblichen Vampir sozusagen. Greift einen Gegner an, verleiht eine Zusatzrunde, wenn das Ziel getötet wird, ist ihre A1. Und A2 greift alle Gegner an, heilt um 20% des angerichteten Schadens. Also man könnte sie jetzt durchaus zum Beispiel für Spinnenhöhle einsetzen, man könnte sie einsetzen in der Arena, man kann sie einsetzen in der Kampagne, weil sie ist ein Angriffschampion und wenn man ihren Angriffswert relativ hoch bringt mit guter Crit-Quote und Crit-Damage und sie tötet ein Ziel, dann verleiht man ihr direkt ja eine Zusatzrunde. Das heißt, auch sie wäre ein Kandidat für so ein Unnachgiebig-Set zum Beispiel. Das Gute ist, das Unnachgiebig-Set, das allererste, was man übrigens bekommt, ist durch die Aufgaben. Also man sollte die Aufgaben auch nie vernachlässigen. Ist zwar nur ein 3-Sterne-Set, aber ist besser als nichts. Also wenn man so einen Champion hat und levelt ihn gerade und lässt ihn aufsteigen, dann kann das gut Aua machen. Und wie gesagt, hier hat sie auch auf der A2 einen Skill, der alle Gegner angreift. Also wenn sie sehr viel Schaden damit macht, heilt sie sich natürlich auch nochmal um 20%. Das heißt, es muss nicht unbedingt ein Heiler dabei sein. Und zwar über Akt 3 von die Kampagnen von Narbuk. Und da ist auch sie hier mit dabei. Und da kann man sie auch theoretisch selbst farmen. Also auch relativ leicht mit Büchern ausgestattet. Ja, noch einer, der mir gute Dienste geleistet hat, ist der Kriegsbarde von den Orks. Er hat diesen wundervollen Skill, dass er zwar nur einen Gegner angreift, aber einen Lähmungs-Debuff verleiht. Und das Schöne ist aber seine A2. Die kann man leider nicht runterbringen von den Abklingzeiten, aber dafür kann er alle Gegner provozieren, weil er greift alle Gegner an. Das heißt, diese Gegner greifen quasi ihn auch zuerst an und er verleiht noch einen Angriffsverringerer. Das heißt also, ich kann die Gegner mit ihm sozusagen, kann ich Crowd Control machen und kann meine Gegner mit ihm sehr gut kontrollieren. Er ist auch ein LP-Champ, was ihm ein gutes Durchhaltevermögen bringt. Jetzt könnte ich ihn zum Beispiel mit einem Gegenangriffsset ausrüsten. Das heißt, jedes Mal, wenn er halt angegriffen wird, habe ich die Chance, dass er einen Gegenangriff auslöst und mit seiner A1 die Gegner lähmt. Mit seiner A2 zum Beispiel provoziert, er wird angegriffen, Gegenangriff wird ausgelöst, dann Lähmung. Ja, also das heißt, ich kann sie entweder provozieren oder lähmen und davon natürlich mit Schaden abhalten. Ich kann ihn zum Beispiel in der Arena einsetzen, ich kann ihn in der Kampagne einsetzen, kann ihn in Dungeons einsetzen. Ist also gar nicht mal so schlecht und hat auch einen höheren LP-Wert als unser Hungriger, den wir uns vorher angeguckt haben. Auch er ist übrigens über die Kampagne farmbar und zwar über Abschnitt 7, Tilshire. Da ist er hier mit dabei, kann gefarmt werden. Dann habe ich wieder den Heiligen Orden, bin ich nochmal beim Heiligen Orden sozusagen drin und habe noch einen ungewöhnlichen Champion entdeckt, der uns einiges bringen könnte und das ist der Armiger. Ja, warum? Greift ein Gegner an, leert das Rundenmeter um 30%, wenn dieser Angriff kritisch trifft. Das heißt, wir brauchen eine hohe Crit-Quote bei ihm. Der angerichtete Schaden ist abhängig vom Def-Wert. Das heißt also, er ist ein defensiver Champion, kann daher sehr viel aushalten, kann ihn als Tank zum Beispiel aufbauen und zum Beispiel für die Spinne benutzen oder für Bosse, die ihr Rundenmeter senken lassen, wie zum Beispiel auch Feuerritter.
Dann der Skill Nummer 2 hat auch eine Abklingzeit, die wir senken können. Das heißt auch auf 2 Runden senkbar. Und hier ist der Vorteil, dass der Schaden auf den Gegner maximalen Lebenspunkten basiert. Das haben sehr wenige Champion und da kann er richtig reinhauen. Also das heißt, ich brauche ja sowieso bei ihm eine hohe Crit-Quote. Wenn ich ihm jetzt noch einen hohen Crit-Damage verpasse, dann kann er wahrscheinlich schon einiges Schaden an Bossen machen. Also ein sehr guter Boss-Damage-Champion, zum Beispiel für Spinnenhöhle, hätte ich ihn mir vorgestellt. Und bei Blocke wiederbeleben denke ich immer an den Eisgolem. Greift ein Gegner an, der angerichtete Schaden ist proportional zum Death-Wert und steigert sich mit den maximalen LP des Gegners. Durch diese Fähigkeit getötete Gegner können nicht wiederbelebt werden. Muss ich mal an die Minions vom Eisgolem denken, weil die werden ja wiederbelebt. Das müsste bei denen tatsächlich dazu führen, dass sie nicht mehr wiederbelebt werden können. Leider ist er nicht farmbar. Dann befinden wir uns hier bei den Hochelfen, die lustigerweise keine gewöhnlichen Champions haben. Nein, sie haben gleich ungewöhnliche, denn sie sind Hochelfen. Und Hochelfen haben natürlich auch einen guten Charakter mit dabei, die Elfenwächterin. Und die ist ein Angriffschampion, greift einen Gegner an, bietet eine Chance von 25% für eine Runde einen 25% Angriffsverringerer Debuff zu verleihen. Also sie hat auf ihrer A1 den Angriffsverringerer, könnte man also gegen Bosse, Clan-Boss auch einsetzen. Dann hat sie auch diese Senkung des Rundenmeters, also auch bei Spinne könnte man jetzt zum Beispiel sagen, ich kann den Angriff der Spinne senken und kann das Rundenmeter der Spinne senken. Also hätte ich hier auch schon wieder einen Rundenmeter-Senkungs-Champion. Ich glaube, das Rundenmeter kann man auch vom Eisgolem senken, aber auf jeden Fall vom Feuerritter. Bloß leider greift sie nicht öfter an, deswegen bietet sie sich beim Feuerritter leider nicht so sehr an. Aber für Clan-Boss mit ihrer A1 einen Angriffsverringerer zu bringen, ist schon mal gut. Ist leider nur der 25%, aber besser als nichts am Anfang, wenn man zum Beispiel sich ein Clan-Boss-Team zusammenstellt und hat nicht Champions, die irgendwelche Fähigkeiten wie Angriffsverringerer, Death-Verringerer oder sowas haben, dann sind solche Champions natürlich sehr gut. Man findet sie in Akt 6, der Palast von Aravia. Und da ist sie hier mit dabei. Da sind auch ein paar gute, seltene Champions mit drin. Und es gibt tatsächlich ein oder zwei gute Bannerlords, die ich finde, mal erwähnen zu müssen. Und zwar ist das eine hier die Kommandantin oder Kommandant wird sie ja genannt. Sie ist ein Unterstützungs-Champion, schadenbasierend auf Angriff, hat auf ihrer A1 auch einen Lähmungs-Debuff, genauso wie unser guter alter Freund der Kriegsbarde vorhin. Und hier ist nochmal der Vorteil, wir haben eine Heilungsfähigkeit, die auch nochmal gesenkt werden kann auf 3 Runden. Heilt den Verbündeten mit dem niedrigsten LP-Wert um 40%, also 40% ist schon mal ziemlich gut. Der LP dieses Champions, das heißt, ich muss also gucken, dass er einen hohen LP-Wert hat, füllt das Rundenmeter des Ziels vollständig auf, wenn der Champion oder wenn der Verbündete vollständig geheilt ist. Das Rundenmeter dieses Champions kann mit dieser Fähigkeit nicht aufgefüllt werden. Also das heißt, wir heilen und wenn derjenige, der geheilt wird, vollständig geheilt wird, also 100% und mehr, dann füllt sich direkt das Rundenmeter dieses geheilten Champions um 100% und er ist nochmal dran. Also ziemlich nicer Skill auf jeden Fall. Kommandant lässt sich übrigens auch über die Kampagne farmen, ist direkt auf Akt 1, lässt sich daher relativ einfach und leicht farmen als einer der Champions hier. Von daher auf jeden Fall auch ziemlich gut farmbar. Dann habe ich noch einen ungewöhnlichen Bannerlord, den ich erwähnen möchte, und zwar die Feuerklinge. Das ist diese junge Dame hier. Sie hat auch diesen Angriffsverringerer auf der A1, was ich ziemlich gut finde. Und sie hat noch einen Gift-Debuff auf der A2. Also sie ist noch ein bisschen besser geeignet für Clan-Boss eigentlich, als unser anderer Champion, den wir ja vorher noch hatten. Das war, glaube ich, die Elfenwächterin. Und ja, sie hat zwar nur den 2,5 Gift-Debuff, aber sie greift halt auch dreimal an und eine Chance von 30% und diese Chance lässt sich noch auf 40-50% erhöhen. Also ich habe immer eine 50%ige Chance pro Treffer einen 2,5% Gift-Debuff zu verleihen. Leider ist diese junge Dame nicht farmbar. Jetzt sind wir hier bei den Skinwalkern und da möchte ich gerne erwähnen den Windflüsterer. Der hat zwar auf seiner A1 einen Genauigkeitsverringerer, der ist jetzt nicht unbedingt das Highlight von ihm,
Aber er hat hier diesen Def-Steigerer. Verleiht einem Zielverbündeten für 2 Runden einen 60% Def-Steigerer-Buff, heilt das Ziel um 20% seiner maximalen LP. Also das heißt, er hat den großen Def-Steigerer, er hat nicht diesen kleinen, es gibt ja noch einen kleinen, die kleinere Version davon. Ich glaube, das sind dann nur 30 oder 25%, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber sozusagen, er verleiht quasi einem Verbündeten diesen Def-Steigerer und das damit natürlich schon mal ziemlich nice als Unterstützer hier, kann uns sozusagen unseren Angriffs-Champion durchaus gut am Leben erhalten und wir können das Ganze auf 3 Runden reduzieren. Wenn man jemanden hat, der in irgendeiner Art und Weise einen Def-Steigerer machen kann, dann kann man sich durchaus überlegen, ihn vielleicht zu benutzen. Ob er jetzt ein Level 60 Champion ist, den wir jetzt die ganze Zeit mitnehmen, darüber kann man sich jetzt unbedingt streiten, aber ich wollte ihn mal erwähnt haben. Und dann bin ich nochmal bei den Okrin-Stämmen. Da habe ich noch jemanden, den ich auch nochmal mit erwähnen möchte, und zwar den Rohling. Der Rohling ist ein Angriffs-Champion und er greift zweimal zufällig an, bietet eine Chance von 50% für eine Runde, einen 5% Gift-Debuff zu verleihen, wenn dieser Angriff kritisch trifft. Das heißt also, wir müssen gucken, dass er eine hohe Crit-Chance hat auf jeden Fall, damit wir diesen Gift-Debuff verleihen können. Weil das Gute ist, es ist ein großer Gift-Debuff von 5%, also auch ein Clan-Boss-Kandidat hier. Und der zweite Skill ist, greift einen Gegner an, bietet eine Zusatzchance von 30%, einen kritischen Treffer zu landen. Das heißt, also hier er crittet nochmal und kann das auch alle 2 Runden machen, weil wir die Abklingzeit nochmal runterbringen können. Das heißt also, auf der A1 haben wir halt immer wieder die Möglichkeit, Gift zu haben. Und auf der A2 haben wir halt immer die Möglichkeit, einen kritischen Treffer zu landen. Und das Gute bei ihm ist natürlich, man kann auch ihn farmen. Yay! Er ist hier in Akt 5, Tor des Felwin zu finden. Und auch da kann man ihn mit farmen. Es gibt noch einen Champion oder eine Championette, die ich gerne mit erwähnen möchte, die ich jetzt noch vergessen hatte zu erwähnen. Und zwar ist das die C4-Schützin. Die kennt ihr vielleicht. Das Gute an ihr ist, sie greift mit ihrem ersten Skill alle Gegner an. Also das heißt, ich habe ständig immer einen Flächenschaden sozusagen bei ihrem ersten Skill. Und das Gute ist auch, bei ihrem zweiten Skill verleiht allen Verbündeten für eine Runde einen 7,5 Heilungsbuff. Dieser Heilungsbuff ist der kleine Heilungsbuff, es gibt noch einen großen Heilungsbuff, aber nichtsdestotrotz, wenn man sie relativ schnell baut, hat man natürlich immer die Möglichkeit, dass sie auch hier mit 4 Runden immer wieder einen Heilungsbuff verleiht, aber mit der ersten A1, wenn ich ihr zum Beispiel ein Vampir-Set gebe, dann kann sie sich auch immer relativ schnell selbst hochheilen. Sie ist jemand, der auch bei der Spinne eingesetzt wird, also es gibt bestimmte Spinnentaktiken, wo man sie einsetzen kann. Ihr habt es ja gesehen, ich habe auch eine C4-Schützin Level 60 für bestimmte Gelegenheiten bei der Spinne, sagen wir es mal so. Benutzt man sie dann und kann sie quasi so als Spinnentank einsetzen. Die C4-Schützin gehört zu den Barbaren und ist leider in der Kampagne nicht farmbar. Das heißt, auch sie muss man dann wieder über Splitter, Marktplatz oder so bekommen. So, das waren erstmal meine Ideen von ungewöhnlichen Helden, die sich einen Blick lohnen, wenn man zum Beispiel Free-to-Play ist, möchte jetzt wenig Ressourcen ausgeben, möchte die anderen Ressourcen lieber sparen, wenn man einen richtig guten Champion bekommt und nimmt dann stattdessen vielleicht ein paar ungewöhnliche Champions an manchen Stellen ins Team oder man hat einfach keinen anderen mit einer bestimmten Fähigkeit, dann kann man vielleicht auch erstmal so jemanden mit einer Fähigkeit nehmen, weil erstens, wie gesagt, sind sie relativ schnell hochgelevelt, sind schnell aufgestiegen, man braucht nicht zu viel Materialien und gerade am Anfang muss man ja immer gucken, dass man so ein bisschen sparen kann mit den Materialien. Also denke ich mal, dass wir hier schon ein paar gute Alternativen haben, vor allen Dingen Angriffsverringerer, Def-Steigerer, Schild, Heilung, alles dabei. Ich denke, da kann man schon sich einige gute Charaktere aussuchen, wenn man ja zum Beispiel keine bestimmten seltenen, epischen oder legendären Champion hat, die gerade so eine Fähigkeit besitzen sollten. Wenn ich noch jemanden vergessen haben sollte, wo ihr meint, der sollte nochmal erwähnt werden, dann schreibt es auch in die Kommentare. Ansonsten werde ich nochmal gucken, dass mir die einzelnen Champions auch mal langsam hochziehe, versuche sie mit zu verwenden und dass man mal gucken kann, wo sie einem nützen und wie viel Schaden sie jetzt eigentlich machen, beziehungsweise wie viel sie denn auch eigentlich einstecken können als vielleicht Tank, wenn man ja jemanden Tanky
bauen sollte. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen Inspiration gegeben, dass man nicht immer die größten High-End-Champions braucht, um jetzt irgendwo weiterzukommen oder bestimmte Fähigkeiten einsetzen zu können, sondern dass auch solche Champions einem gerade am Anfang bis ins Mid-Game rein begleiten können. Ja, wenn euch das gefallen hat, das Video, und ihr mehr Inspiration wollt für seltene, epische und legendäre Champions, dann kommen auf jeden Fall da auch noch die Videos dazu. Dann würde ich vorschlagen, abonniert doch einfach diesen Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu läuten, denn nur wenn ihr die Glocke läutet, kriegt ihr natürlich die Infos, dass ich wieder ein neues Video gemacht habe. Ansonsten, ein Däumchen ist wie immer ein Träumchen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski!